Hallo und herzlich willkommen bei Veggileo. Ich wollte euch mal eben schnell ein kleines Rezepte-Quickie mit auf den Weg geben, weil ich das einfach so genial fand. Ich hatte nämlich Hunger auf was Süßes und ich hatte noch zwei Kartoffeln im Kühlschrank gekochte und habe nur gedacht, mein Gott, was machst du jetzt damit? Und mein Alpro-Vanille-Soja-Joghurt war auch gerade abgelaufen. Und dann habe ich gedacht, ah, ich könnte vielleicht so eine Art Quarkkeulchen daraus machen. Und genau das habe ich gemacht und weil das Ergebnis so lecker war und das mit nur drei Zutaten, ja, teile ich euch das jetzt mal eben mit euch und zeige euch, wie ich das gemacht habe. Ihr habt jetzt gerade im Video gesehen, dass die Kartoffeln 200 Gramm gewogen haben. Ich habe die Waage jetzt zur Seite gestellt und mir den Kartoffelstampfer geschnappt und habe jetzt erstmal die Kartoffeln schön klein gestampft. Dann habe ich mir die Waage wieder geholt. Und dann habe ich den Alpro Vanillejoghurt genommen und das waren 200 Gramm Kartoffeln und dann habe ich ungefähr 100 Gramm von dem Joghurt dazu gegeben. Das Rezept funktioniert übrigens auch mit allen möglichen anderen Sachen. Also ihr könnt jetzt normalen Sojajoghurt nehmen, ihr könnt aber auch den Quark nehmen, den, wie heißt er noch gleich, Go-On. Oder ihr könnt auch Simply V-Käse nehmen und das vielleicht ein bisschen mit einem Pflanzendrink verlängern, also alles, was ihr gerade so im Haus habt, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Dann habe ich Mehl dazu gegeben, das war jetzt Dinkelmehl und da habe ich jetzt ungefähr 50 Gramm genommen. Und das war es jetzt schon bei mir an Zutaten. Ihr könnt natürlich optional noch eine Prise Salz dazu geben, ein bisschen Backpulver, wenn ihr das jetzt ein bisschen mehr fluffiger haben wollt, dass es ein bisschen hoch geht. Ihr könnt noch Rosinen mit reingeben oder auch noch ein bisschen Zucker. Der Joghurt war ja jetzt gesüßt. Ich habe jetzt da noch ein bisschen Joghurt hinzugegeben, weil mir die Masse ein bisschen zu fest war. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren, je nachdem, was für Kartoffeln ihr da habt. Meine waren jetzt festkochende, da müsst ihr dann mal gucken. Lieber ein bisschen hinterher nachgeben, als wenn es zu dünn wird. Dann werden die nämlich zu weich. Ja, alles gut verrühren und das war's dann schon. Dann kann man eigentlich schon die Pfanne anheizen, ein kleines bisschen Pflanzenöl reingeben. Ich habe jetzt hier Rapsöl verwendet. Und dann können wir die kleinen Quarkkeulchen ausbacken. Bei mir war das jetzt eine Menge von 5 Stück geworden, in so einer knappen Handflächegröße. Ja, und ich habe das dann gegessen mit Kokosblütensirup und habe dann hinterher noch ein weiteres gegessen. Und zwar habe ich dann einfach einen Apfel gerieben. Man kann die also auch sehr gut mit Apfel Mark oder Apfelmus essen, hatte ich aber nicht im Haus, hatte jetzt auch keine Lust mehr, welchen zu machen, weil das sollte jetzt alles schnell gehen und habe dann festgestellt, dass das auch richtig lecker schmeckt mit dem geraspelten Apfel, ein bisschen Frische dabei, tut dem Ganzen ziemlich gut und wenn man Lust hat, kann man auch noch ein bisschen Zimt drüber geben. Also wie gesagt, ihr seht schon, ihr könnt ziemlich viel damit machen. Und das relativ schnell und mit Zutaten, ja, mit drei Zutaten halt. Und meistens hat man sowas ja auch im Haus. Wenn ihr also mal Kartoffeln übrig habt und ihr wisst nicht, was ihr damit machen sollt, ja, dann wisst ihr das jetzt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Probiert's mal aus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.